Auch die Börse beschäftigt heute das Thema Inflation. Bettina Seidel, welche Sorgen gibt es derzeit? Dass die hohe Inflation früher oder später unsere Wirtschaft abwirkt, wir also in die Rezession schlittern. Zwar ist die Inflation aktuell etwas zurückgegangen, in den USA zum Beispiel von über 9% auf 8,5%, in Deutschland, wie gerade gehört, auf 7,5% dank Tankrabatt und 9-Euro-Ticket. Aber wenn das wegfällt und zusätzlich die Gasumlage kommt, dann könnte die Inflation wieder anziehen. Und hoch ist sie ja immer noch, eine schwere Last für uns Verbraucher, weil weniger Geld bleibt zum Ausgeben für den Konsum und auch für Unternehmen, die genau wie wir die höheren Kosten schultern müssen. Immerhin, durch den Rückgang der Inflation fällt etwas Druck von den Notenbanken, die die Inflation ja mit höheren Zinsen versuchen einzudämmen. Dadurch heute gute Börsenstimmung. Der DAX steigt um 1,2% auf 13.702 Punkte. Denn von den Notenbanken sind mit etwas rückläufiger Inflation nicht mehr ganz so große Zinsschritte zu erwarten. Danke, Bettina Seidel, nach Frankfurt am Main.